Ihr seht, wo der heutige Stadion-Vlog stattfindet, und zwar in Las Vegas, Freunde. Doch bevor das Video losgeht, habe ich noch eine coole Sache für euch, und zwar dieses Video ist gesponsert von Switch, dem Live-Fußball-Manager. Es ist ein offizielles Lizenzclub der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga. Bei der App könnt ihr eine Top-11 zusammenstellen aus den jeweiligen Spielern einer Liga, und das immer an jedem Spieltag. Und je nachdem, wie eure Spieler in echt performen, bekommt ihr dann Punkte gut geschrieben. Zum Beispiel für einen Assist bekommt ihr 100 Punkte, für jeden Pass 2 Punkte, oder wenn der Spieler einen Elfmeter verursacht, dann bekommt man minus 40 abgezogen. Und jetzt gibt es auch noch etwas Neues bei Switch, und zwar den Saisonmodus. Ich habe jetzt meine Elf schon für den ersten Spieltag der Bundesliga zusammengestellt. Vorne mit Karim Adeyemi, Mané und Nkunku. Im Mittelfeld dann unter anderem Bellingham und in der Abwehr Süle, Schlotterbeck und De Ligt. Und bei dem Modus ist es so, dass wirklich jeder Spieltag zählt bis zum 34. in diesem Fall. Eure besten 5 Aufstellungen von den 34 Chancen quasi werden dann am Ende zusammen addiert, die Punkte. Und ja, dann gibt es ein Gesamtranking. Ihr könnt da kostenlos teilnehmen und bis zu 5000 Euro sogar gewinnen. Man kann sogar noch mehr gewinnen, aber da muss man auch etwas einsetzen. Und ja, allgemein ist die App auch kostenlos, Freunde. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Checkt das alles mal ab. Dann seid ihr gewappnet für die neue Saison. Die zweite Bundesliga könnt ihr jetzt auch schon direkt loslegen. Und bald geht es dann eh auch Premier League und Champions League und alles andere los. Vielen Dank auch an das Switch-Team für die coole Kooperation. Und jetzt macht's! Wir fliegen nach Las Vegas zum El Clasico Real Madrid vs. FC Barcelona. Ich bin hier gerade noch am Miami Airport, und es sieht hier einfach aus wie in einem Einkaufszentrum, ne? Wie abgefahren, ey. Links, rechts, überall noch Läden, wo man noch was essen gehen kann. Ich hätte Bock auf Burger, finden wir bestimmt gleich. Jawohl, hier sieht es doch sehr appetitlich aus. Oh, ich gönne einen Burger und doch einen Hotdog. Ja. Kleine Geschmacksprobe darf nicht fehlen. Sieht es nicht so toll aus, aber egal. Der Ketchup ist hier sehr lecker. Fleisch ist so 6 von 10, Max. Dann noch ein Hotdog. Ja gut, einfach nur ein Brot mit einer Wurst, aber das für meine Freundin. Und noch Cheese Fries, Leute. Boah. Eklig. Voll lapplich. Nicht so empfehlenswert. Oh, komplett geschmuckt. Sorry, alles gut. Ich hole mir jetzt noch ein Andenken aus Miami, und zwar ein Basketball-Trikot von den Heats. So, Leute, was gibt's denn hier alles, Digga? Boah, das Trikot sieht ja richtig nice aus in dem Colorway. Tschüss, Digga, wie teuer sind die? $250? Ich habe mich jetzt für das Trikot entschieden, finde ich richtig nice. Das Nike Swoosh Logo ist ja auch in so einem glänzenden Look. Also hier hinten auch mit dem NBA Logo. Da sehe ich mich. Für den Flug holen wir uns jetzt noch ein paar Snacks, Freunde, ein paar Donuts, vielleicht noch ein paar typische Süßigkeiten. Was haben wir hier? Ah, so sauer. Ah, das will ich, bitte. Oder vielleicht noch ein Eis? Boah, ich bin hier so appetitlich. Ich hab hier. Uff, mit diesem Oschi fliegen wir jetzt weiter. Flugzeit beträgt 5 Stunden. Und ich habe eben geguckt, es sind einfach in Vegas bis zu 46 Grad. Aber die Stadt ist halt auch in der Nähe von der Wüste, ne? Endlich gelandet in Las Vegas. Wir holen jetzt unsere Koffer und schaut mal, Freunde. Sogar beim Flughafen haben die hier schon direkt Automaten. Also das habe ich so auch noch nie erlebt. Oh mein Gott. Welcome to Las Vegas. Also ich wusste, dass Las Vegas natürlich weltberühmt ist für seine Casinos. Aber guckt euch das bitte an. Sogar bei den Gepäckrollbändern sind hier überall Automaten. Es ist alles so bunt hier, ne? Also Monte, wenn du das siehst, ne? Du kannst ja eigentlich hier kommen, dann ist Feierabend. Der berühmte Spruch, what happens here, only happens here. Was hier passiert, bleibt in Vegas. Aber es ist gar nicht so extrem heiß, gar nicht. Ne? Ist okay. Viel angenehmer als in Miami. Aber laut Handy ist immer noch 40 Grad. Auf den Taxen ist überall so Werbung. Party every weekend. Ja, das ist das Motto hier. Direkt ein Madridista am Flughafen. What do you think? How will end the match? Today will be tied. I think 4-0 Barcelona. No, not smoking. Okay, yeah, good luck, yeah? Bye. Also das ist wirklich ein Next Level SUV. Oh mein Gott. Der Taxifahrer hat Geschmack, lässt The Weeknd abspielen. Oh mein Gott, Leute, wie krass, schaut das da hinten alles aus. Boah, Freunde, ich freue mich so, morgen dann alles zu erkunden. Da ist auch noch so eine Burg. Ja, da ist die Freiheitsstatue aus New York quasi. Oh mein Gott, Leute. Ey, dieser erste Eindruck, unbezahlbar. M&M's. Alter, genauso wie man sich das vorstellt, ne? So surreal hier zu sein, ne? Man kennt das alles nur aus den Filmen. Das ist direkt hier schon der Hollywood Strip, die berühmte Straße, wo halt auch die ganzen, ja, riesen Hotels sind.
Das ist unser Hotel, das berühmte Bellagio. Es ist bekannt für seinen extrem riesigen Wasserbrunnen, wo es immer so Shows gibt. Das ist die schönste Einfahrt, die ich je gesehen habe zu einem Hotel, ne? Thank you so much, sir. Du kannst es natürlich nicht vergleichen mit Miami, ne? Es ist ein ganz anderer Vibe hier, aber erster Eindruck 10-mal krasser. Wir haben direkt auch Hermes in unserem Hotel unten. Die Decke sieht auch schön aus. Valentino, Cartier, es ist ja wie ein Einkaufszentrum. Jedes Hotel hat hier quasi auch eine riesige Casino-Abteilung. Boah, alles voller Marmor. Rechts wird direkt hier Blackjack gespielt, Roulette. Das ist einfach eine Stadt im Hotel hier. Ich lasse natürlich von den Automaten die Finger, aber es ist einfach mal heftig, diese ganze Atmosphäre hier mitzuerleben. Ich glaube, in unserem Hotel alleine sind über 10 Restaurants. Da spielt gerade auch einer am Flügel Klavier. Ich freue mich jetzt schon auf die Roomtour. Allein wie dieser Rezeptionsbereich hier auch aussieht, ne? Wunderschön. Zur Linken haben wir direkt das Badezimmer. Riesige positive Dusche. Ja, sieht gut aus. Zwei Waschbecken und rechts noch eine Wanne. Fertig, aber gleich schlafen wir und noch Aussicht. Wir gucken quasi auf die andere Seite, nicht auf den Hollywood-Strip. Jetzt wird Energie getankt und dann wird morgen einfach nur der krasseste Tag. Minibar müsste hier eigentlich auch prall gefüllt sein. Oh ja, das sieht doch super aus. Noch voll viel Wasser hier, Snacks. Was ist das denn mitten in unserem Hotel? Ist einfach hier so ein Dschungelparadies. Oh mein Gott, so ein Riesenlöwe. Papagei da oben, Giraffe. Da ist doch ein Zebra. Das ist ja eine ganz andere Welt hier. Oh, noch ein paar Äffchen. Jonik und meine Kumpanen. Hier sind auch überall so viele Limousinen am Start, ne? Digga. Guten Morgen aus Las Vegas. Hier ist direkt der berühmte Brunnen, Freunde. Ich mache jetzt hier so einen kleinen Spaziergang durch den Las Vegas Strip. So heißt die berühmte Straße. Hier werden wir dann nachts stehen und die Show aufnehmen. Das ist nochmal unser Hotel von außen. Auch tagsüber hat das hier alles einfach einen zu nice Vibe, Freunde. Mit den ganzen Attraktionen, ne? Und ja, einfach geil. Barca spielt hier gegen Real Madrid im Allianz Stadium. Das ist das zweiteuerste Stadion der Welt. Fast 2 Milliarden Euro an Baukosten. Zum Vergleich, die Allianz Arena hat zum Beispiel 400 Millionen Euro gekostet. Und ja, das teuerste Stadion der Welt ist übrigens in Los Angeles. 5,5 Milliarden. Das ist, by the way, das berühmte Caesars Palace Hotel. Und alleine das hat über 5000 Zimmer. Ich freue mich schon nachts hier wieder durchzuspazieren, wenn wieder die ganze Beleuchtung an ist. Und apropos, Real Madrid war bisher ziemlich passiv auf dem Transfermarkt. Aber wenn sie jemanden geholt haben, dann hatte der Spieler es in sich. Wie zum Beispiel Antonio Rüdiger. Neben David Alaba wird es ein krasses Innenverteidiger-Duo geben. Oder David geht nach links und dann neben Eder Militao. Dann haben sie noch das Mittelfeldjuwel geholt, Tchouaméni. Ja, bin ich auch sehr gespannt. Neben Camavinga dann wahrscheinlich die Zukunft. Da hinten sehen wir auch noch ein Riesenrad. Ja, hier hat das alles so eine römische Atmosphäre. Bei Barca ist es komplett das Gegenteil der Fall. Ja, sie wollen sogar noch mehr Spieler kaufen. Eventuell kriegen sie sogar noch Conte. Ich habe heute gelesen, dass sie weitere 25% TV-Rechte der La Liga verkauft haben an einen Investor. Und das bringt wieder 400 Millionen Euro ein. Ja, man kann halten darüber, was man will. Zudem gehen sie ein extrem hohes Risiko ein, weil wenn jetzt in den nächsten Jahren der sportliche Erfolg ausbleibt, dann war es das komplett. Dann sind sie endgültig zahlungsunfähig. Was haben wir hier? Irgend so ein Musical oder sowas? Digga, der läuft im Hoodie hier rum. Bei 46 Grad. Ich habe extra eine riesen Wasserflasche mit, ne, damit ich nicht dehydriere. Freunde, wenn ihr irgendwie mal die Chance habt, hier hinzufliegen, dann macht das. Das ist die mit Abstand krasseste Stadt, in der ich jemals war. Und das wirklich ohne minimal zu übertreiben. Ich hätte so Lust, da jetzt ein bisschen planschen zu gehen, ne, für eine frische Abkühlung. Jedes Haus ist hier einfach anders designt, ne, komplett bunt, in einer anderen Farbe immer. Ich versuche gerade einfach alles mal auf mich ein bisschen wirken zu lassen, Freunde, das zu realisieren. Vielen, vielen Dank auch nochmal an euch alle, ne. Ich muss das echt in jedem Video sagen, dass so ein Content einfach nur möglich ist. Mein Handy war gerade eben überhitzt. Ich musste erstmal abkühlen. Ich bin hier gerade bei so einer Station, wo ich hier erstmal ein bisschen Kälte rauskomme. Captain Antonius ist am Start und erobert die Welt. Spaß. Ich schau mal, ob es zeitlich klappt. Ein Helikopterflug hier ist aber eigentlich auch ein Muss, ne? Auf dem Hotel wird einfach Werbung abgespielt auf der Fassade. Komplett Hightech. La, 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 la. Im Umkreis von Vegas ist dann die Wüste und die ganzen Berge, das Nevada. Da haben wir auch schon einen Barca-Fan. Wie ist geil, Barca? Ey, no! Sein Kumpel schreit Hallo Madrid hinterher. Das sind alles so typische Souvenirshops. Und da vorne, glaube ich, kann man Lambo und McLaren ausleihen. Sehr nice. Ich bin jetzt schon 3 Kilometer von unserem Hotel weiter vorgelaufen. Und ja, so langsam wird es hier halt alles so ein bisschen flacher und ja, nicht mehr ganz so pompös. Aber trotzdem cool. Oh, hier gibt's Tacos bei El Gordo. Nee.
Jetzt sind wir wieder im Dschungel. Da sieht's aber richtig gemütlich aus da oben. Aber der Löwe gefällt mir am allerbesten. Visca Barça. Ach scheiße, er hat nicht mal geantwortet. Ich habe eben gelesen, Cristiano Ronaldo zu Atletico Madrid. Das ist doch auch ein Paulaner, oder? Das würde ja gar nicht passen. Ich glaube, der hat in seiner Karriere locker 30 Mal oder so gegen Atletico getroffen. Pancakes werden sich wieder zum Frühstück gegönnt. Ja. Ah, Leute, man sieht sogar die FC Barcelona-Werbung vom Zimmer aus. Wie cool ist das denn? Vamos, Visca y Barça. Lol, ich sehe es jetzt, dass wir auch eine riesige Poolanlage haben. Da ist einer, dort noch, dann um die Ecke. Und da drüben sind auch noch verschiedene Pools. Hier gibt es auch noch eine eigene Creperie und noch eine Eisdiele im Hotel, Freunde. Tega, so ein Luxus. Hier gibt es sogar einfach noch einen Rolex-Store, lol. Was haben wir da? Oh, das ist eine nice Day-Date. Seit ein paar Monaten bin ich auch voll in die Uhren. Mir macht das Thema richtig viel Spaß. Barca-Trikot ist jetzt an, von 2005 zu 6, das legendäre Auswärtstrikot. Mit Ronaldinho hinten drauf. Und wir genießen jetzt die Wassershow, oi, oi, oi. Oh mein Gott, Digga, wie krass ist das? Oh mein Gott, Mann! Jetzt geht's aber weiter zum berühmten Las Vegas-Schild. Thank you, sir, yeah? Have a good day. Thank you. Da vorne ist es auch schon. Und hier rechts von uns sind auch voll viele Private Jets. Boah, Digga, die sind angemacht worden gerade. Alter, da kommt ja voll was aus den Turbinen raus. So richtig heiße Luft. Violators will be prosecuted. Hier fängt die Schlange an und dann werden diese berühmten Bilder geschossen. Ja, da will ich aber eigentlich auch eins. Diesen Trip werde ich definitiv niemals vergessen. Was für ein Erlebnis hier. Wisst ihr, was noch ein Erlebnis ist? Meine Frisur. Digga, es ist eigentlich peinlich, dieses Video hochzuladen. Ich hab's nicht mehr geschafft, Zifra zu machen. Was ist das? Hey, what is your prediction for tomorrow? Real Madrid 4, Barca 0. Bye, ja? Der ist sehr optimistisch. Direkt ein paar Meter weiter vorne ist hier einfach ein riesiger Harley-Davidson-Shop. Uff, das wäre natürlich ein Paradies für jeden Motorradliebhaber. Oh, hier ist entspannt, ne? Hier haben wir Klima und hier haben wir auch das berühmte Schild. Ich kenne mich leider nicht so gut aus, Freunde, mit Motorrädern, ne? Aber für mich sehen die alle geil aus. Ah, da mit diesen fetten Lenkrädern, ne? Harley aus USA. Ich glaube, das ist doch so eine kleine Kirche, wo die Leute aus Joke einfach heiraten im Suff. Komplett betrunken und dann am nächsten Tag sich wieder scheiden lassen. In Vegas kann man ja, glaube ich, sehr easy heiraten. Ohne Sinn. Das erinnert mich auch an Hollywood-Filme, ne? Wenn die da einchecken und bei einem Motel übernachten. Room available. Ägypten wurde hier auch ein wenig nachgebaut mit den Pharaos und dieser Pyramide. Ich denke, das ist eine Konzerthalle. Eine riesige E-Sports-Arena ist hier auch am Stissel. Neben dieser Sphinx. Hier haben wir noch ein paar Hieroglyphen. Ich habe kein Wasser mehr, es ist gerade 18 Uhr. Aber trotzdem noch, keine Ahnung wie heiß. Vamos! Kann man auch noch Achterbahn fahren hier in New York. Yippie! Die Straßen haben hier schon mal, wie viele Spuren das sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 4, 12 spurig einfach. Ach so, das ist auch ein Hotel. Leute, sollen wir da einfach mal durchlaufen aus Spaß? Komm. Oh, Alter, was ist denn das hier für ein Spaceship? Ja, man kann hier medizinische Masken kaufen, die so leuchten. Ja, aber ist eigentlich unnötig, ne? Zum Vergleich jetzt hier auch noch mal ein anderes Hotel. Klar gibt es hier auch die Casino-Abteilung, so wie in jedem. Hier kann man sich noch in ein Café chillen und dann hat man so das Feeling, als ob man auf einer Brücke quasi sitzt. Pepsi-Cola, better flavor. Real Talk, ich könnte locker ein einstündiges Video hochladen von dieser Reise. So viel sehenswert hier. Der genießt die Abkühlung auch komplett. Fühle ich. Das Gebäude ist einfach in der Form einer Coca-Cola-Flasche. Auch ein sehr geiles Detail. Oh ja, endlich Abkühlung. Ich hole mir jetzt so ein riesiges Getränk, das sieht sehr ansprechend aus. Ja, grüß Antone. Oh. Boah, ist kalt. Aber sehr lecker. Auch diese Sirene, ne? Das ist ein typischer Ami. Freunde, da ist der Mannschaftsbus von Juventus. Die sind ja auch hier in der USA für die Preseason-Tour. Juve on the road. Die spielen ja auch in Dallas gegen Barca, aber dort werde ich nicht sein. Ich laufe jetzt hier noch durch so ein Einkaufszentrum, um mich wieder abzukühlen. Hier auch überall die ganzen High-Fashion-Brands. Audemars Piguet auch, geile Uhrenmarke. Ich gehe jetzt wieder zurück ins Hotelzimmer und dann ein bisschen ausruhen. Und dann machen wir noch eine Helikoptertour bei Nacht. Der Eiffelturm wurde jetzt auch angemacht, pünktlich. Genau um 21 Uhr. Schaut mal, Leute, wie viele Touristen hier filmen. Ne? Das geht komplett bis ganz nach hinten. Oi, oi, oi. Noch schnell einen Cheeseburger wieder geholt und jetzt geht's los. Wir werden abgeholt von dem Van zur Helikoptertour. Die Pyramide von heute Mittag strahlt da richtig nach oben. Es geht los, Freunde. Restricted Area. Da
landet gerade ein Oschi und da müssen wir gleich rein. Ich bin noch nie Helikopter geflogen, Freunde. Das allererste Mal und das dann in Las Vegas direkt. Da hinten starten auch gerade noch ein Flugzeug. Und hier sehen wir auch den Las Vegas Strip. Oh mein Gott. Alter, ist das ein Oschi, Digga. Hab mir eine neue Heli vom Black Ops 1. Ja, wie geil. Wir sitzen einfach ganz vorne neben dem Piloten. Just hold each other, hold the door there, hold the seat. Jetzt ist finally Match Day. Wir fahren zum Stadion. Vamos! Man trifft hier übrigens nicht irgendwie auf Hotellobby, sondern einfach auf Casino. Blut. Aha, da haben wir den ersten Modric schon. Der fährt jetzt mit der Limo zum Stadion wahrscheinlich. Ich muss mich jetzt hier in die Schlange stellen, Freunde. Und dann geht's zur Arena. Oh mein Gott, was? Bis da hinten? Oh, ich glaube, ich laufe lieber, ne? Genau hier waren wir auch gestern. Boah, es sind schon sehr viele Real-Fans da, ne? Da wird gerade Man City gegen Bayern München übertragen. Auch ein Preseason-Spiel und Erling Haaland hat einfach das 1-0 geschossen. Sein erster Treffer direkt im Debüt. Zwei Brüder, der eine Kulé, der andere Madridista. Er hat sich bei seiner Cappy sogar ein Bandana umgebunden. Das sieht aber auch gemütlich aus, wie die hinten auf dem Pickup chillen. Oha, sogar polnische Fans sind am Start. Lewandowski-Trikot, Messi. Feier ich sehr. Da ist ein Heli oben. So einem waren wir auch noch nachts unterwegs. Ich denke, wir werden heute Robert auch sehen auf dem Platz. Wir müssen jetzt hier durch die Burg laufen zum Stadion. Cristiano auch am Stissel. Ich will doch nur zum Stadion. Warum muss ich jetzt wieder durch X Casinos laufen? Junge Mann. Ich halte von diesen ganzen Sachen nichts, ne? Aber so sieht einfach hier ein Wettbüro aus. Sieht schon wirklich sehr, sehr chillig aus in so einer geilen Lounge. Ich mache ja auch keinen Spaß, ne? Man muss hier wirklich durchlaufen, ne? Um hier dahin zu kommen. Überall auch Fans neben mir. Sieht aber echt krass aus in diesem Schloss hier, ne? Corvette feiere ich auch allgemein sehr mit diesen vier Auspuffrohren. Bei GTA ist man auch immer die Dinger umgefahren und dann kam Wasser rausgeschossen. Boah, wie viele Blancos sehe ich denn? Das gibt's doch nicht. Also gefühlt schon mehr Realfans als Barca. Das ist eigentlich inakzeptabel, ne? Oh, das Polizeiauto sieht geil aus. Jo. Ja, natürlich. Oha. In Vegas trifft man euch. Das geht ab, Jungs. Alles gut. Okay. Aber dafür, dass das zweiteuerste Stadion der Welt ist, hat es gar nicht so viele Plätze. Knapp 70.000. Es gibt ja auch Baseballstadien zum Beispiel in den USA, die über 100.000 haben. Ich bin so gespannt, wie das Stadion von innen wirken wird. Ne? Aber von außen ist schon mal komplett Hightech. Aber es ist doch schön zu sehen. Beide Fanparteien sind da unten am Tanzen. Bei mexikanischer Musik. Als ob da auch vorne Rauchfackeln sind. Boah, ich muss da schnell hin. Was? Hört ihr das, was die schreien? Das böse P-Wort auf Spanisch? Das ist ein Freundschaftsspiel, Alter. Das kannst du doch übertreiben. Das hätte ich nicht erwartet. Fútbol Club Barcelona! Die können auch auf der Fassade x-beliebige Werbung abspielen. Das ist so ein riesiger Screen. Unvorstellbar, dass das Ding hier fünfmal teurer ist als die Allianz Arena. Jetzt geht's aber so langsam hinein. Heute haben wir sogar ein VIP-Ticket. Oh, ich bin so heiß. Sicherheitscheck ist hier aber schon mal extrem safe. Wie am Flughafen wird mich hier gescannt. Das ist mein erstes Mal, dass ich im Footballstadion bin. Das ist ja eigentlich das Zuhause von den Raiders. Das ist der Eingang zu meinem Blog. Welcome to the show. Es ist so krass kalt hier, ne? Komplett klimatisiert. Oh mein Gott, Alter, ich friere richtig. Sorry, I'm looking for C133. Das ist natürlich auch der VIP-Bereich, muss man bedenken, ne? Aber das sieht ja unnormal gemütlich hier aus. Geile Lounge. Wir müssen eine Etage hochfahren. Oha, hier ist sogar eine Twitch-Lounge. So heißt einfach mein Bereich. Freunde, das sieht zu heftig aus, ne? Ich will jetzt erstmal kurz ins Stadion reingucken, bevor wir uns etwas gönnen. Guck mal, die chillen hier, das ist schon wow. Oh mein Gott, ich habe keine Worte. Dach ist natürlich zu, weil sonst wäre das unerträglich für die Spieler, bei den Temperaturen zu zocken. Was ist das, Leute? Oh, das ist das heftigste Stadion, was ich jemals gesehen habe von innen. Was für riesige Screen. Guckt euch das an, bitte genießt das. Lasst ein kostenloses Abo da, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Und gerne auf den Daumen nach oben, Freunde. Nach Vegas geht's weiter, dann nach New York.
Wir sind genau auf der Haupttribüne, da sind die Auswechselbänke. Oh mein Gott, wir sind fast am Pitch. I would like the hand-breaded Jumbo Chicken Tenders and water, please, water. Yeah. Lol, auf dem Wasser ist sogar das Raiders-Wappen. Ungelogen, ist es sogar kalt hier im Stadion. Das Dach ist zu, die Klima ist auf voller Power. Geschmacksprobe. Boah. Ist das leckerer Chicken? Oh mein Gott. Das ist, glaube ich, das beste Essen, was ich im Stadion hatte. Außer ich war vielleicht mal in der Loge oder so in München. Was für ein Fun-Konzert, weil da der Stegen reinkommt. Was zum Teufel? Mark! 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 Halt die Null, Leute! Das ist echt cool zu sehen. Ne? Alle Real- und Barca-Fans sind komplett gemischt nebeneinander. Auch wenn zwischen beiden Vereinen eine unglaubliche Rivalität herrscht, ist es schön zu sehen, dass hier einfach alle Leute die ganze Zeit gemeinsam eine riesen Party feiern. Jawohl, da kommt Barcelona rein! Vamos, Lewandowski ist oben! Wir sind dabei bei seinem Debüt. Vamos, Lewa! Dale, hallo, servus! Pedri, dale, amigo! Pedri! Oh, da sehe ich Rüdiger. Da haben wir jetzt Tchouaméni, oder? Das müsste er sein, Digga, der Neuzugang. Oh mein Gott! Lewandowski kriegt hier ein Pfeifkonzert ab. Und natürlich auch Jubel, aber so laut. Seht ihr das, was für eine Gänsehaut habt? Die Haare stehen bis zum Nevada. Robert, erste Ballkontakte. Ja, schön, Digga, auf Gavi. Und weiter. Ja, so muss ich das sehen. Oh, Lewandowski wird mit der Nummer 12 erstmal spielen. Hat noch nicht die 9 bekommen von Depay. Den letzten Klassiker haben wir 4-0 gewonnen in Madrid, da haben wir auch den Stadionblock gedreht. Mal gucken, ob das ein gutes Omen ist. Fans können jetzt bei einer Crossbar-Challenge mitmachen. Derjenige, der als erstes trifft, wird am Ende den Man of the Match Award an den Spieler übergeben. Das ist ja mega cool. Buh! Er passt einfach flach rein, Digga. Aber das ist die Aufregung. Oh! Lichter hier auf! Alter, alles bunt, Digga, eine Riesenparty! Also wenn die Amis eine Sache können, dann ist es so ein krasses Event aufzuziehen. Es ist einfach ein riesiger Club. Wenn man die Geschichte und alles außen vor lässt, dann muss ich sagen, das ist das krasseste Stadion, in dem ich jemals war. Hey, ich habe mich einfach auf die falschen Plätze gesetzt, aber ist gut, weil wir sitzen noch mittiger. Wir sind direkt hinter der Trainerbank. Oh, was? Gleich kommt die Mannschaft rein. Das ist Piqué! Und vor Anschluss gibt es schon die erste Laola-Welle. Robert ganz am Ende als Letzter. Komm, Lewa, direkt ein Tor heute gegen Real. Was ist das schon wieder für ein Stadionblock, ne? Ich mach das einfach nicht. Sieht aber schon sehr falsch aus, ne? Lewandowski mit der Nummer 12. Komm, direkt drauf da! Pressen! Zeig, dass wir wieder da sind und kompeten können! Let's go! Es ist ja komplett hinter hier für ein Freundschaftsspiel. Holy moly! Xavi auch direkt vor uns, Ancelotti zur Linken. Barca! Es ist so cool hier, ne? Unglaublich! Let's go! Oh, jetzt hört man auch die Blancos. Alaba und Lewandowski, ehemalige Mitspieler und heute im Klassiko gegeneinander. Aber extrem stark verteidigt von Rüdiger, muss man ihm lassen. Ja, Lewandowski! Lewandowski, die Junge! Oh! Schade! Geile Aktion, Robert! Barca! 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 Agiert einfach als linker Verteidiger, ne? Wow. Gute Aktion von ihm. Fehlpass von Enemita!
war. Schön! Mein Schuh ist jetzt schon wieder weg. Barca! Oh mein Gott, super gemacht von Lewandowski mit der Hacke. Alter! Wie schnell ist Araujo? Oh mein Gott! Oh, was war das bitte für ein Sprint von Araujo gegen Rüdiger? Und der ist auch extrem schnell. Rafinha? Wie gut spielen die bitte? Es ist zwar nur Freundschaftsspiel, aber trotzdem. Das wäre das 2-0 gewesen, der Safe rein. Boah, Vinicius gegen alle. Oh, Dembélé und De Jong unter uns. Und Kessié, der Neuzugang. Ey, Jungs, Alter, was? Aubameyang auch? Einfach Rudelbildung. Oh mein Gott, was geht hier ab, Leute? Das ist ein Freundschaftsspiel. Wow. Was ist da los, ey? Rüdiger ist komplett auf 180. Nichtsdestotrotz merkt man eindeutig, das ist eine Klassiko. Usman! Wir sind hinter Usman. Erste Halbzeit war zu krass, ne? Barca bärenstark. Der hätte selber auch noch zweites machen können, aber der hat doch Glück, dass Valverde das Schuss nicht reingeht. Lewandowski läuft sich jetzt hier noch aus, zusammen mit Gavi, hat auch sehr solide gespielt. Wie eine Trainingseinheit quasi bei denen. Modric, der Maestro auch am Schlüssel. Toni Kroos ebenfalls. Ach, vor dem kann man nur Respekt haben. Ich habe gerade einfach Belletti getroffen. Ihr seht das Bild hier eingeblendet. Ich wollte mit ihm ein kleines Video machen, er meinte nur Foto. Der Mann hat das 2-1 geschossen für uns im Champions League-Finale 2006. Memphis! Memphis! Ferran Torres auch am Schlüssel. Ey! Xavi! Ey! Casemiro kommt auch rein. Oh, Digga, hat der eine Brust, ey. Oh, jetzt könnte es gefährlich werden. Nicht mal einen halben Meter vorbei. Real Madrid spielt jetzt viel besser in Hälfte 2. Man merkt richtig, die haben im Mittelfeld die Kontrolle mit Modric, Casemiro und Kroos. Ja, Kessié! Der muss sitzen. Was für eine Riesenchance wieder. Jetzt mit Platz. Komm, Dembélé! Ja! Wenn er endlich mal den Abschluss verbessern würde, wäre er so krass. Aber das ist einfach zu wenig. Er ist nur dabei, physisch. Und dann haut er ihn komplett auf Courtois drauf. Sehr gut! Jetzt aber! Was machen die da vorne? Aber die Parade war geisteskrank! Barca! Barca! Die Akustik in diesem Stadion ist auch einfach nur krass, ne? Weil das Dach zu ist. Das ist echt sehr, sehr laut. Nice! Komm schon! Kommt es! Barca gewinnt 1-0, geht auf jeden Fall in Ordnung. Es war einfach nur zu krass heute wieder. Ich laufe jetzt wieder zurück zum Hotel in die Richtung und hier seht ihr nochmal das wunderschöne Stadion von außen bei Nacht. Ich schneide jetzt noch das Video und dann haue ich mich aufs Ohr und versuche erstmal alles zu realisieren, was die letzten Tage passiert ist. Haut rein, Freunde, danke für euren Support und ciao.